Box 29, 1, 2, Profil, Benannt 10, Benannt Fenster. Eurofly, leer. Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Flug in Eurofly. Noch Version 2, so leid es mir tut. Aber Version 3 wird hoffentlich mal kommen. Mit mir, bin der Maximilian, und meinem Kollegen, dem Felix. Tag gesagt, hallo. Erst ja, Felix ist heute mal Co-Pilot. Zum Dienst, genau. So, dann würde ich sagen, machen wir mal das Übliche. Cabin lights on. Ja, wir haben ein neues Soundpack. Headset frequency on. Von Felix. SK737, hier ist Ground, welcome. Gut zu wissen, oder? Ja. Leer. Computer on. Ready. Leer. 64, 63, 62, 61, 68, 67, 5, 4, 5, 2, 1, 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 2, 1, 40. Ich will, dass wir uns auch noch verstehen, deswegen habe ich die Motoren leise gedreht. Ja. Status Monitor on. Alles geil für die Wie bitte? Für die 737, die Sounds sind cool, oder? Ja, es klingt nicht schlecht. Ah. Warte gleich mal ab, wenn wir starten. Ja, bin ich schon gespannt. Dann. So, ich fahre jetzt erstmal zum Gate und dort mache ich den Rest. Okay. SK737, row to the gate 3 and board passengers. Gate 3, es war klar. Natürlich, so weit hinten, ne? Ja, ich krieg nie einen schönen. Ach übrigens, Leute, ich flieg heute das erste Mal mit NVDA, also ich bin jetzt schon positiv überrascht. Gates. Ja, ich hab Gates. NVDA sonst teilweise verwendet, halt um mich so einzuarbeiten und mich ein bisschen damit zu spielen. Leer. Aber nie ernsthaft halt. Overspeed. Genau. Oder bei der MD-11. Overspeed. Genau. Gate 1. Ja, McDonnell Douglas hat da früher oft das eigene Ding gemacht. Gate 1. McDonnell Douglas, die Flieger sind schön, vor allem die MD-11. Die können soundtechnisch schon was, ja. Gate 2. Ich hab die DC-10 übrigens auch umgebaut. Die DC-10? Cool, kannst du mir die nachher mal hochlegen? Nee, hast du schon. Ah, okay. Ich weiß gar nicht. Leer. Wie viel von den Fliegern sind eigentlich zertifiziert, die da in dem Ding drin sind? 92. Wow. Leer. Und wie viel hast du mir reingegeben? Alle. Das sind? Gate 3. Irgendwas jenseits der 100, oder? Ja. Gate 3. Okay, ja, da muss man dann halt drauf achten. Aber Gate ist aktuell 3. Bei mir sowieso wurscht, weil die Verbindung nicht aufgebaut werden kann, aus welchem Grund auch immer. Warum fährst du das Gate rein? Ich wende. Gate 3. Ich will nicht zurücksetzen müssen. Ah ja. Machst du doch auch so, denkst du, oder? Ja. Ich lass mal erst die Leute rein. Gate 3. So. Alter, das ist laut. Ja. Ja. So, willst du Zeit verschätzen oder darf ich einfach anfüllen? Geht nur! Was ist für ein? Ich weiß, aber es kommen noch Leute rein, was soll ich machen? Ich weiß! Daher, Kollegen, das ist Boarding, also nee. Oh, endlich Ruhe. 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 Ich mag diesen Sound von der Environmental Control irgendwie. Die Environmental Control klingt ziemlich gut. Nicht mehr so mickrig wie vorher. Und schon wieder Stick Shaker. Schlimm. Beziehungsweise Stick Shaker ist es ja nicht. Der hat ja keinen Joystick. Du weißt, was ich meine. Ich übernehme jetzt gleich. Pass mal ein bisschen auf die Geschwindigkeit auf hier. Hey, ich bin nur 101 gefahren. Was kann ich dafür, wenn der so sensibel ist? Nochmal? Ich bin nur 101 gefahren. Was gibt ich dafür, wenn der so sensibel ist?
der Airbus auch. Jo, ich weiß. Leer. Leer. Ja, ja. Das geht hier easy aus. Ganz easy. Gates. Ach, welcher Startbahn fahre ich eigentlich? Ladies and Gentlemen, willkommen an Bord eines Euroflight. Auch nicht der. Wir werden in wenigen Minuten starten. Bitte schnallen Sie sich an. Dieser Daniel ist das auch, okay. SK737, roll to the runway 3. 3? Wow. Ich wusste gar nicht, dass er auch nett sein kann. Ja, was? Ich meine, Gate 3, I'm sorry, aber... Ah ja, wir haben gar nicht gesagt, von wo nach wo wir fliegen, oder? Stimmt, wir fliegen von London Heathrow nach Österreich. Ja, nach Vienna International Airport. Und wenn wir dann oben sind, werde ich noch für die entsprechende Piste die Anflugroute reinhauen. Beziehungsweise, nee, das mache ich gleich noch, wenn wir hier stehen vor dem Abflug. Ja, wir werden mit Turbo fliegen. Ich habe nämlich keine anderthalb Stunden Zeit für das Ding. Aber keine 10.000, oder? Schauen wir mal. Aber nein, über Europa habe ich keinen Bock auf 10.000. Und viel zu viele Flughäfen. 3. Wollen wir, wenn wir schon dabei sind, auch noch über 0 Meridian fliegen? Storm ist das. Okay. Okay, das reicht, oder? Ja. Gut, würde ich sagen, ab geht's, wenn wir dürfen. SK737, you are clear to take off from the runway. 3. Ich habe eh nichts vergessen, oder? Ready? Ja, ready for takeoff. 3. Take off. 3. Ja, was hast du zu 737? Also, der Sound ist gut. Die Sound Engine von Eurofly-Seite her könnte deutlich besser sein. Aber der Sound gefällt mir. 261. Okay. SK737, climb and continue heading west. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. SK737, climb to 500 and set heading towards your destination. Automatic navigation on. Is it airborne? Yep. So kann man das sagen. Wir fliegen. Okay, das ist ein witziger Zufall. Wir fliegen direkt in Richtung Osten. Okay, geil. Ja, 29 Kilometern ist dann Greenwich. Da war ich letztens.
SK737, continue on your present course and altitude. Leer, Ebene 1. Ja, als wir in London waren jetzt, von der Schule aus waren wir in Greenwich oder in der Nähe halt untergebracht. Bitte zögern Sie nicht, anzusprechen, wenn Sie eine Frage haben oder etwas brauchen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Okay, I'm sorry, aber ich muss mehr Gas geben. SK737, climb and maintain 11,000. Geben Sie die Höhe 1,100. Done. Leer. Felix, wie hoch willst du gehen? Weiß ich nicht, das machst du. Okay. Ich gehe wahrscheinlich auf 5000 oder so, ich will dann das. Also, ich bin Pilot Monitoring, du bist der Pilot Flying. Jo, I know, trotzdem. Ah, 5000 war's. Ja. SK737, you are leaving the A-Space of you have airport. Entered airspace of a new airport. Squawk 9526. Identification confirmed. Flying through clouds. Dieses Ping ist irgendwie witzig. Leer 2-3-AM-Ping. Und wir sind über den Nullmeridian geflogen. Leer. Nicht, dass man etwas gemerkt hat. Out of clouds. Will ich aber auch mal bei über 4000 Metern, Madame. Was sagtest du gerade? Als sie gesagt hat, dass wir wieder aus den Wolken draußen sind, meinte ich, das will ich aber auch meinen, wenn wir schon über 4000 Meter in der Luft sind. Ich finde diese ATC-Recordings im Hintergrund geil. Dokument beschäftigt leer. Dokument anrufen. Michael Wilson, wollte ich sagen, dass er nicht leer. Die finde ich auch super, ja. Sie sind in unseren Luftraum eingedrungen. Bitte identifizieren Sie sich mit dem also Code 8039. SK737, willkommen auf unserem Kanal. Wir sind nun für Sie zuständig. South End ist das. Bitte? Der Flughafen heißt South End. Ist ungefähr 40 Meilen von London entfernt und nennt sich trotzdem noch London. Ja. SK737, Sie verlassen unseren Funkbereich. Set Frequency. Moment, das macht sich frei. Geben Sie die Frequenz an. 0, 1, 2, 0. Was sagt der mit 5000, wie lange wir brauchen? Leer 1138 AM, Flughafen, Piste 29, E12 Min. Also bis zum Anflug auf die Piste 29, 12 Minuten. Also nicht. Nee, das ist nicht 29, das ist. Flying through clouds. Was ist das dann? Ich hab die falsch you genannt have entered aerospace of a new airport. Squawk 6097. Identification confirmed. Calais und Erfurt 32 AM. Ah, Calais. Was haben wir jetzt? Wir kriegen die ganze Zeit Besuch hier, ey. Jo, ich hab auch keine Ahnung. Warum ist es überhaupt? Heute darf niemand mehr ins Cockpit. Was ist das für eine Tür? SK737, you are leaving the aerospace of our airport. Wir sind soeben in unserem Luftraum eingeflogen. Traffic, traffic, climb, climb, climb now. Traffic, traffic, climb, climb, climb now. Traffic. Und was hat der Tower jetzt gesagt? You have entered the airspace of Earth. Identification confirmed. Welcome and continue in your present course. Identität bestätigt. Will ich aber auch meinen. Boah, Herr Alter, du kreuzender Flieger, jetzt komm endlich, ich will dich hinter mir haben. Sie verlassen unseren Luftraum. You have entered the airspace of a new airport. Squawk 4225. Identification confirmed. Hier geht's rund, oder? Bitte? Hier geht's rund. Gerade. SK737, you are leaving the airspace of our airport. Ja, we wish you a safe flight. Wir sind in unserem Luftraum. Bestätigungscode 8646. Bestätigt. Ich weiß schon, warum ich über Europa liebe. Kilo 737, sinken Sie auf 11.000. Geben Sie die 1100. Out of clouds. Felix, bist du noch da?
Ja. Gut. Sierra Kilo 737, Sie verlassen unseren Funkbereich. You have entered airspace of a new airport. Squawk 6404. Identification confirmed. Was ist 32 AM? Größe. Okay. Ja, kein Ja, vielleicht wirft uns einer welche hoch. Kannst du mal fragen. Ja, wahrscheinlich ins Triebwerk, das kommt nicht gut. Ich glaube, die Pommes sind ihm ziemlich wurscht. Ja, wenn er ins Flügel reinfliegt, gibt es ein Problem. Ich sag nur Sully. Ja. SK737, you are leaving the airspace of our airport. Sie sind in unserem Luftraum eingeschlagen. Identifizieren Sie sich mit dem Code 1493. Bestätigt. SK737, Sie befinden sich in unserem Luftraum. Identifikation 5248. Geben Sie den Code 5248. Bestätigt. SK737, Sie verlassen unseren Funkbereich. Guten Flug. You have entered airspace of a new airport. Squawk 9620. Sierra Kilo 737, radar combat is controlled airspace. Squawk 5694. Sierra Kilo 737, radar contact. Done. Ich habe jetzt ein bisschen zurückgeschaltet beim Tempo von 5500 auf 4500. Das war mir zu schnell. Alter, was zum Teufel? Das habe ich mir auch gedacht. Du, aber der Mix-Up von den zwei Stimmen, der war schon ganz spaßig. 0737, you are leaving our designated airspace. Good day. Ja, danke dir auch. Set frequency. SK737, thank you. Ja, aber kanntest du den Felix da eben, ne? Ja, ganz kurz habe ich dich gehört, meine. Ja, wer ist das? Ich kenne dich. You have entered the airspace of identification confirmed. Welcome and continue in your present course. You have entered airspace of a new airport. Squawk 4601. Identification confirmed. Okay, jetzt ganz schnell. Was hast du gesagt? Ich meine, diesen Kerl, der da gerade angefunkt hat, dieser Felix, kennst du den? Also ich nicht. Ah, ich kenne den schon. Witzigerweise ist das mein Co-Pilot. Ach ja, ich war's. Ach ja. Könnte aber auf jeden Fall besser als mein Ground. Der im Übrigen nicht richtig funktioniert und keine Zahlen ansagt. Ich weiß, den mache ich aber sicher nicht neu vor mir. Da könnte ich das Ganze gleich nochmal geben. Set Frequency. Dann sagst du gerade? Dann sagst du gerade? Dann sagst du gerade? Ich müsste den für Eurofly 3 ohnehin nochmal machen, deswegen bis dahin mache ich den nicht neu. Eurofly 3, ich glaube, da müssen wir alles nochmal neu machen. Ja, müssen wir. Zumindest von dem, was ich aus dem Video so rausgehört habe und aus der Übersetzung rausgelesen habe, die ein ziemliches Chaos ist. Also ich kann relativ gut Englisch, aber so gut das zu verstehen dann auch wieder nicht. Das war nämlich kein Englisch mehr. Ich bin echt gespannt auf die 3. Ich auch, ja, voll. Gespannt, was das wird. Ich sag ja, Crashkurs. You have entered the airspace of a new airport. Squawk 4063. Vor allem finde ich die Leute in der Eurofly Mailingliste so ein bisschen, ich weiß nicht. Wie bitte? Ich finde die Leute in der Eurofly Mailingliste in Englischen so ein bisschen, naja. Ich bin da gerne mal drin. Bist du noch drin? Ja. Und irgendwas Neues? Außer, dass ich jetzt alle drum reißen, wer testen darf und wer nicht. Alter, King Ding. Ja, wie bei uns halt, oder? Ja, ja. Also, man braucht sich nur den Audiogames-Thread jetzt so ansehen zu TBS. Schlimm. Ja.
Ich war ja eigentlich der erste Tester. Ja, genau. SK 737, you're leaving the airspace of our airport. We've entered airspace of a new airport. Squawk 1461. Identification confirmed. Frankfurt ist 28 km. Ah, Frankfurt sind wir schon. Okay. Egelsbach, das ist kein Flughafen, das ist ein Flugplatz. Ja, und das ist witzigerweise Kategorie 2 Flughafen. Das passt nicht. Natürlich passt es nicht. Wie so vieles. Hohen Emsdorn in Österreich zum Beispiel. SK 737, you are leaving the airspace of our set frequency. We wish you a safe flight. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, dass Linz in Eurofly Kategorie 2 so groß ist, dass sogar die Antonov AN-225 landen kann. Der größte Flieger der Welt. Also was da nicht runterkommt, kann nirgends runterkommen. Aber Hauptsache, sie machen in Kategorie 2. Muss man nicht verstehen. Ich hoffe, dass sich das in Eurofly 3 so ein bisschen ändert. Ich glaube, dass da die Flughafenkategorien überhaupt anders sind dann. Im Endeffekt. Okay. Also, ich weiß nicht inwiefern. Wie gesagt, ich habe das Übersetzungsding da kaum verstanden. Das, was ich verstanden habe, habe ich dir eh schon erzählt. Das ist prinzipiell nicht allzu viel. Jo, also die Flughäfen sollen ja realistischer sein. Demnach ist dafür so eine Kategorisierung halt nicht mehr so viel Platz. Aber schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie lange ich bei Eurofly 3 brauchen werde, bis das bei mir Routine wird. Bis du mal abheben kannst, das ist sinnvoll. Ja, ja, bei mir auch. Ich frage mich echt, wie das klappt mit den verschiedenen Funksprüchen. Ob man da wirklich den Funkspruch auswählen muss, den man absetzen will, von wegen Request for Engine Start. Ich glaube, aber ich habe es nicht genau verstanden. You have entered the airspace of a new airport, Squawk 3012. Identification confirmed. Nürnberg. Okay. Nürnberg. Okay. Ja, schauen wir mal. So, 5 Minuten noch, dann sind wir am Final Approach für Runway 11. Moin. Verziehen Sie sich aus eurem Cockpit. Raus, bitte. Raus. Verschwinden Sie auf der Stelle. Also wenn etwas bei uns funktioniert, dann ist es Crew Resource Management. Wir können uns das auf jeden Fall kurz unterhalten. Ja, wie hoch gesagt, raus! SK-737, you are leaving the airspace of our airport. Have a safe flight. Ich hab keine Ahnung, was... Schrei nicht so ins Mikro! Ich hab keine Ahnung, was der genau jetzt gemacht hat. Ich glaube, er hat die Höhe korrigiert. Korrigiert, ja. Weil das Gerappel, was du da hörst, diese Rotototototten sind Turbulenz. Ah, nice. Da wird der Flieger halt durchgeschüttelt. Ich wusste gar nicht, dass die Dinger einen Sound haben. Nee, weil da wird halt der ganze Flieger durchgeschüttelt und das hört man halt. Nee, ich meine nur im Original ist der, glaube ich, gar kein Sound. Nein. Also doch, es ist einer, aber der ist einfach nur still. Abgesehen von der Sprachausgabe. Set Frequency. Ist das Soundset eigentlich von dir oder wer hat das alles gemacht? Bitte? Ist das eigentlich von Flying dir oder wer hat das alles gemacht? Ich habe teils von mir, den teils von jemandem aus der Eurofly-Liste, alles möglich. Ich habe ein bisschen was zusammengeschnippelt. Ah, okay. Ja, ich finde es super damit. Also macht Spaß. Findest du schade, dass wir die Callouts von Airbus nicht einbauen können mit Minimum Super? Ich meine, du kannst ja mal probieren, um über die Mindesttür Flieger zu steigen. Kannst du mal gucken, was passiert? Was ist unsere aktuelle... Leer. Soll ich das jetzt wirklich machen? Probier's mal! Ich folge dem Tower nicht, das heißt, es kann nichts passieren, oder? Ja, probier's mal. Übers Dekon, stopp! Damn!
Danke. Das geht nicht. Du musst auf 500 von Hand hoch. 10.908. Geben Sie die Höhe ein. 1. 5. 0. Man merkt, ich bin länger damit geflogen. Ein Flughafen in der Nähe. Der nächste ist 10 72 km. 128 hier. Okay, wir fliegen gleich über Tschechien. Out of clouds. Wir haben noch einen Moment Zeit. Okay, nee. No way. Wir sind oben. So, und jetzt ziehen wir hoch. Stall. Krass. Nice. Geben Sie die Höhe ein. Ein Abfall leer. 1. Geil, oder? Sehr cool, ja. Und stimmt ja. Es ist so. Und, You have entered the airspace of a new... Identification Alter. Confirmed. Welcome and continue in your present course. Computer, warte, starte! Alter, wir zwei echte Piloten, die Abendpassagiere. Du, weißt du, du, ich, Flugsimulator. Muss sein. Ja, definitiv. Treffen uns bei irgendwas passt. Ja, was haben die dort sonst so stehen? Flying through clouds. Nur 320 oder auch andere? Also wenn du mal in Frankfurt... Out of clouds. Flying okay, through warte clouds. Warte kurz. Nochmal. Wenn du mal in Frankfurt bist, können wir in der A380 rein, in der 747 und. Oh, 747 wäre natürlich cool. Ich weiß nicht, ich mag die irgendwie. Ich auch. Wobei, wir können mal bei ProFlight anrufen und du kannst mal fragen, was sie in Wien stehen haben. Dann komm ich mal runter zu dir. Das ginge natürlich auch, ja. Ich weiß. Dass ich hochkomme, ist glaube ich leichter. Ich habe ja Familie in der Nähe von Frankfurt. Stimmt. Ich meine, ich habe jetzt bis zum 23.08. frei, also. Ich habe auch so lange frei und ich bin sogar oben Ende Juli. Dann lass uns mal zusehen, dass wir uns irgendwann treffen. Oder? You have entered the airspace of a new identification confirmed. Welcome and continue in your present course. Mein Vater käme out of clouds. Der hätte auch seinen Spaß. Leer. 128 hier. Ja, warte. Dann versuchen wir das mal zu regeln. Ja, schauen wir mal. Ja. Ich meine, wir können ja gleich noch, wenn die fertig aufgenommen haben, uns dann noch ein bisschen bereden, welche Flieger du gerne mal machen willst, was ich gerne hätte und so, und dann schauen wir einfach mal. Wir müssen das bei der Vorzeit. Natürlich, ich muss eh erst besprechen, ob das von mir hier überhaupt geht, weil es hängt davon ab, wie viele Tage wir da oben sind. Ich habe nämlich bei der Rückfahrt schon einen Termin in einem Modellbaufachgeschäft, da will ich auch hin. Ich bin ja so ein Modellbauer. Also von mir aus geht's auf jeden Fall, ich setze mich. Von mir aus geht's auf jeden Fall. Ich fahre mit dem ICE bis Dortmund und setze mich von da aus in jedem beliebigen ICE Richtung Frankfurt bei und passt. Ja, und wir würden dich am Bahnhof abholen. Ja. Sehr easy. Also, ja, machen wir uns schon so aus. Das wäre genial. Und ich habe mittlerweile so viele Videos gesehen, dass wir das, glaube ich, sogar auf die Reihe kriegen. Ja. Here, aber ich will es dann mit Fuß fuck, haben. Noch was. Ich will es dann mit Fuß haben, das weißt du, oder? Was denn? Na, die Maßeinheiten will ich Fuß haben. Ja, da musst du mir helfen. Ich rechne es dir um, keine Sorge, ich kann es sehen. Too low here. Maximilian, da fehlt noch was. Ach nee, hab ich auch schon gemerkt. Too low, terrain. Oh. Ich würde dann einfach mal anziehen. Ja, da kannst du doch sicher sein, dass von mir oder dir der Begriff Do Go Around kommt. Prioritätsschalter, okay schon. Hallo, wer? Aber ich weiß nicht, ob ich davor ein Glück zu teilen habe. Also mein Jurek. Da. Das ist ja bei uns einmal passiert, das ist. Ja. Ich hab hier unsere Zuseher sicher merken, wir haben da auch so Spaß drin. Ich glaube auch. Oh, Flieger! Alter! Oh, ich sollte mal abbremsen, wir sind schon auf Heide. 128 hier, Infos Hilfe und Support. Hilfe sind in Besuch, Feuer hier. Hier hat 4 KM. Hä? Okay, ich flieg schleifen. Geben Sie die Höhe ein. 1. Ich muss auch noch sinken, aber ich habe spannenderweise keinen Tower-Kontakt. Traffic, descend. Gut, descend. Mach ich eh schon.
What the heck is going on? Scheiße! Alter Schwede! Ich muss nur sagen, das ist nicht vorbei. Danke. Du weißt, dass das unrealistisch ist, ja? Man macht im Flug niemals den Unterschub auf. Niemals. Ich weiß. Aber ich weiß auch, dass du da auch gleich... Ja, ja. Na, es reißt nicht auseinander, wenn du das machst. Bitte? Es reißt nicht auseinander, wenn du das machst. Aber um hier jetzt runterzukommen, muss ich es machen. Und ich werde auch gleich einen krassen Sinkflug einleiten müssen. Ja, mach mal. Ich hoffe, ich komme aus dem dann nur auch wieder raus. Ey, ich würde mich als Zugang mit jedem Mund draufschalten, dass ich irgendwie mitarbeiten kann. Na, wird schon schief gehen. Ja, genau. Boah, bei mir geht der Adrenalinspiegel gerade krass hoch, obwohl es nur ein Spiel ist. Ja, bei mir auch. 254 Landing Speed. Also hier hättest du eine Idee, wie du schneller runterkommst, aber das lassen wir lieber. Was denn? Siehst du, die Triebwerksleistung einfach auf Null zurück. Boah, nee. Nee, nee. So. Bei welchem Flieger du das nicht machen solltest, wäre die Concorde. Was genau meinst du jetzt? Die Triebwerksleistung auf Null zurückziehen. Warum? Weil man sollte das bei keinem Flieger machen. Bitte? Man sollte das bei keinem Flieger machen, aber... Ich hab's bei meinem... Was ist los? Ich sinke mit minus 39 Grad. Lass ihn mal bimmeln, dann hörst du, wie der klingelt. Ich krieg Ohrenschmerzen. I'm sorry. Ja, wenn der Ton da erkennt, dann, ne? Ja, ja. Es ist Master Caution oder sowas, oder? Master Caution, der Master Alarm ist das sogar schon. Ja. Wenn der bimmelt, weißt du, wie jedoch das verkehrt. Du weißt, du hast ein Problem, ja. Ich meine, haben wir auch, wir sinken mit minus 39 Grad in Richtung Boden. Das ist jetzt erstmal gut und böse. Flying through clouds. Ich stehe im Cockpit, alles okay, alles gut. Soll ich jetzt mal die Tür nach hinten aufmachen? Mach mal. Weißt du, was dann passiert? Ja. Was habt ihr denn? Ist alles okay? Leute, ihr wisst, wir haben von unseren vier nicht existenten Motoren gerade alle vier verloren. Wir versuchen unser Extremstes, sie wieder zum Laufen zu bekommen, aber ich kann leider nichts versprechen. Bitte bleiben Sie ruhig und entspannen Sie. Weißt du, British Airways Flug, ja? British Airways Flug 9. Ja, gibt's da eine Doku zu? Wie bitte? Gibt's da eine Doku zu? Ja, ich schick's dir doch. Du achtest auf unsere Höhe, ja? 5200 Meter. Bitte? 5200 Meter. Oh, Junge! Ich bin crazy, oder? Ja, bist du! Alter Schwede! Wie nennen wir die Folge? Sturzflug Richtung Boden? Ja, gute Idee. Du wolltest mir generell noch den YouTube-Kanal schicken mit den Flugunfällen. Ja, stimmt, genau. Da ist eh die Doku auch drauf. Schau, dass ich die Doku finde und schick dir den Link einfach. Hast du die Flugforensik mal angehört? Ich habe noch gar nicht reingehört. Nein, ich habe heute den ganzen Tag programmiert. Der Podcast ist super. Ja, das glaube ich dir. Höhe? So, 3900 Meter. Sinkrate. Ja, das hätte er schon die ganze Zeit sagen sollen. Sinkrate. Pull up. Pull up! Danke, liebes ATPWF.
Vielen Dank dir. Hey, jetzt würde ich abfangen. Warum? Wir haben doch noch 3500 Meter. Ja, genau. Out of clouds. Ich dann doch wie beim normalen. Das macht aber keinen Spaß. Keine Sorge, ich krieg das eh hin. Ich gebe dann bei 1000 Metern Höhe die 100 ein und bei 500 drück ich drauf. Und ja, diesmal gebe ich bei der Höhe ein. 2,9. 2,8. Oh verdammt, deine Verbindung ist gerade verdammt schlecht. Ist jetzt besser? Ja. Okay, ich hab dich nämlich die ganze Zeit gehört, deswegen. 2,5. Geht doch. Junge! Ach, müssen wir im Wald die ganze Zeit Kreise um Wien. Alter, ey, was hätte die Flugsicherung in Wien gemacht, wenn das jetzt realer Flieger wäre? Sie hätten mich abgeschossen. Vermutlich. Ganz sicher sogar, ja. Die hätten mich abgeschossen. Guck mal, da kommt er schon. Zum Glück nicht. So, 1900. Alter! Die haben Passagiere! Egal. Werden überbewertet. Ich hoffe, der Tower lässt sich dann auch landen. Ja, komm. Das nächste Mal flieg ich. Dann gucken wir uns das mal bei mir an. Einverstanden? Ja. Dann zeigst du mir dann mal, wie man normal fliegt. So, 1050. Geben Sie die Höhe ein, 1, 1, 0, 0. 900. 800. 700. 600. 500. Minimums. Genau, 500. Approaching Minimums. Und wir sinken normal. Minimum. Continue. 1,82 links, 2,2 leer. 0,1 km/h. Automatic navigation off. 1,32 links, 1,84. Ich muss nur vom Flughafen ein Stück wegfliegen, damit ich mehr Zeit zum Landen habe. 2,53, 2,14. Es ist 20 Uhr und 7 Minuten. 112 links, 112. Leer, 0,1 km/h, SM. 117, 100. Wie heißt denn der Kanal, der diese Dokus macht? Automatic Navigation on. Mentor Pilots. Ich fix dir dann. Ist auf Englisch, ne? Yep. Okay. Also beim British Airways Flight 9 sind unter anderem Originalen von dem Interview mit dem Piloten. 6,32. SK737, Landeerlaubnis erteilt. Ich wiederhole, Landeerlaubnis erteilt. Die ist schon unten. Ich weiß nicht, ob sie sich nochmal geändert hat. So, und wir sind gleich unten. Wir überleben das sogar, hoffe ich. Landing successful. Ich war sicher nicht zufrieden. Zumindest nicht mit mir. Er hat schon gesagt, er hofft, dass die Leute mit dem Service zufrieden waren. Woraufhin ich meinte, mit mir sicher nicht. Meiner auf alter Schwede. Und wir sind, ich glaube, einfach mal. Wir sind einfach mal 20 Schleifen geflogen oder sowas ähnliches. Verrückt. Flugsicherung Wien, hier ist SK737, uns geht's gut, alles okay. Wir haben's überlebt. Parking position. Oh,
zur Krönung des Tages halte ich jetzt noch auf 96 Metern an, also fast die Parkposition verpasst. Moin! Ja, die Automatic Navigation off. Ja, wenn ich damals ausfällt, dann hörst du bing, 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 bing. Ja. Deswegen habe ich jetzt noch alles abgedreht. Cabin lights off. Strobe light lights off. Das ganze, die ganzen Systeme. Jetzt steht der Flieger hier. Verloren und verlassen. Nee, aber was war dieses off, off, off gerade? Status monitor off. Frequenz, Transponder und Nachrichtensystem. Ah. Genau. Naja, Leute. Danke, dass ihr bei diesem kotzbomberfrischen Flug mit dabei wart. Du weißt eh, welche so heißen, oder? Bitte? Du weißt eh, welche Fliege so genannt werden, oder? Naja. Die Schwerelosigkeitstrainer für die Astronauten. Ja. Die fliegen Parabelformen, also steil bergauf, erst nach oben und dann lassen sie sich praktisch runterfallen, so wie wir halt jetzt. Und ja. Nennt man Kotzbomber. Also, ja, ich hoffe, ihr habt das alle überlebt und wisst ihr, die Speibsacker findet ihr in den Sitztaschen vor euch. Das ist ja so. Der Sicherheitskarten. Ja, genau, die Sicherheitskarten sind dort auch. Solltet ihr Schwimmwesten brauchen, die sind ebenfalls da vorne. Die haben auch ein kleines Pfeifhal daran und eine Alarmlampe. Die Notausgänge sind gekennzeichnet. Da fahren dann Notrutschen aus, sollten wir evakuieren müssen. Wenn ihr rausrollt, lauft. Aber denkt dran, bitte hört bei den Sicherheitsanzeigen zu. Es gibt tausend Wege, sein Partner loszuwerden, aber nur vier aus diesem Flugzeug. Bei der 737 sind es sogar acht, mein Lieber, wenn ich mich recht erinnere. Ja, dann also. Fuck, der eigene Pilot kennt sein Flugzeug nicht. Ich glaube, es sind acht. Zweimal Fronttür, zweimal Hecktür und viermal Overwing. Ja, sollten acht sein. Ja, du hast recht. Zumindest bei der NG. Ich weiß nicht, wie viel es bei der ersten sind. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, erholen euch. Ja, geht ins Bett. Wie gesagt, wenn ihr speiben müsst, entweder im Speibsackerl oder im Klo. Nicht in meinen Sitz, wehe euch. Und denkt bitte nochmal dran, ja? Auf die Toiletten fallen zwar zwei Sauerstoffmasken runter. Es heißt aber nicht, dass ihr die zu zweit aufsuchen dürft. Es heißt auch nicht, dass ihr eurer nicht zu verwendeten Zigarette einen Sauerstoffmasken bekommt. Oh! Naja, viel Spaß, ihr Lieben. Danke aber fürs Leute, Einschalten. Frei auf dir die Wiese, ne? Hat's beim Landen laut gekracht, hat's der Co-Pilot gemacht. So. Das heißt Felix was. Scheiße, verdammt, ja. Wobei, nein, es war doch ich. Die Landung war ja butterweich, nur der Anflug war einfach krass. Nee, nee. Naja, wenn ihr das nächste Mal hier Eurofly einschaltet, ist es wahrscheinlich entweder Felix oder einer unserer gemeinsamen Versuche, Eurofly 3 zum Laufen zu bringen und wir dabei komplett versagen. Schauen wir mal. Ich glaube, das wäre eine gute Idee, das aufzunehmen, ja. Ja, wir müssen das auf jeden Fall aufnehmen. Ja. Wir sind eine neue Comedian von der Community. Naja, viel Spaß noch beim Ansehen unserer anderen Videos mit TBS und auch mit Eurofly teilweise. Die sind halt einige Jahre alt, aber trotzdem gibt's. Und ja, schön, dass ihr es alle überlebt habt. Ich hoffe, ihr habt auch alle eure PartnerInnen noch. Wink, wink an den Witz von Felix vorher. Und ja, man sieht sich. Tschüss. Ciao.